Meine Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Farmrama Crew, nämlich zu Projekttag Nummer 2. Ja, jetzt sehen wir hier gleich schon ganz vorne einen Abbild draußen, nämlich die Vollmondnachtwiese ist draußen. Und die schauen wir uns gleich mal an. Wir haben schon ein bisschen was angepflanzt hier. Ja, so schaut die ganze Wiese aus. Auf jeden Fall richtig geil. Und dann schauen wir uns auch gleich den Checks Shop an. Da gibt es ja auch viele neue Und wir Sachen. haben uns überlegt, dass wir auf die neue Farmville, gibt es ein Item, auf das Genau, sparen wir. das hier. Weil das. Hallo? Den Müllspuck. Das hier, das finde ich richtig geil. Ich hätte ja auch erst gedacht, dass die Mühle das Design bekommt, aber leider nicht. Und man kann ja die Items auch nicht auf die Wiese stellen. Ja, und so schaut jetzt der neue Checks Shop aus. Hier ist der neue Baum. Der Check ist ganz schön unheimlich. Ja, es ist ja neu, dass es jetzt mal was mit Animation irgendwie so gibt. Kam ja ein Video von Farmerama HQ raus. So. Ja, momentan läuft hier das Event Ach Leucht-Käfer-Festival. gut, das 70 Stunden. Und heute hat die Vollmond begonnen, 262 Stunden. Und man kann hier die Items kaufen für die Wunderranke. Die hat, glaube ich, jeder automatisch, wie mit den Spieluhren hat der auch jeder. Ja, kosten leider Tulpgulden. Ich hätte gehofft, dass sie dann beim Event dabei sind, weil es wären schon coole Items, finde ich. So. Was gibt es sonst noch Neues? Eigentlich nichts mehr. Oh shit. Ja, wir schaffen. Heute, nee, morgen. Morgen startet, glaube ich, Bibi Pump oder heute Abend, ich weiß gerade nicht. Falls er noch züchten will von euch. Mal schauen, ich mach glaube ich auch nicht mit. Ich brauche, wie lange geht es? Weißt du das? Ganze Wochenende. Bis wahrscheinlich Sonntag 18 Uhr. Wir müssen jetzt hoffen, dass wir 2000 von den Leuchtbären kriegen. Dann kriegen wir nämlich Und falls 330.000 es nicht XP. sieht, im allerersten Video, ich weiß gar nicht mal, welches Level wir da waren, 5 oder so. 4. 4. Ende vom 4. Und jetzt sind wir schon im 35. Level. Ja, durch das Event, durch Quests, ich weiß gar nicht, was noch alles war. Aber wir kommen gleich dazu, was wir ja, alles so, also was los war hier auf unserer Farm da. Was hat sich verändert? Ach, wir geben lieber erstmal die Bärchen ab, bevor wir keine mehr haben. Und jetzt sind wir gespannt, wie viele Levels sie aufsteigen werden. Ich denke mal, so 10 Stück wären Weil er schon. kriegt 330.000 Ah, hier EP. sehen wir, er hat hier ein paar Sachen bekommen. Da steht es leider nicht mehr dran, was, gell? Da haben wir zum Beispiel Ding, 240.000 Moos-Penny. Hasen und Deswegen so haben wir auch mehr abgegeben. Geld. 60.000 EP, da sind wir auch nochmal aufgestiegen. Hier auch Und das nochmal. Beste war, wir hatten ja solche Geldprobleme und jetzt haben wir so viel Geld. Ja, sehr froh. Hatten nur Haben wir jetzt 4. aber wieder ein bisschen wenig, weil wir Eicheln gekauft haben und ein bisschen Hasen, damit wir noch was schaffen. Ja, damit ich sagen, geben wir es ab. Was haben wir hier noch? Da auch noch immer wieder EP, das meiste Ein eigentlich. Item werden wir leider nicht mehr schaffen. Nee, aber Hauptsache so viel EP. So, dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. 11 Levels. Ich habe 10 getippt und 11 sind. Ich sehe gar nichts. Ein Fischteich. Das Quitten. Kuckucksheim. Quittenbaum. Trompetenbaum. Kürbispilz. Wassermelone. Tulpe. Pfingstrose. Zirkel. Zirkelkorn und Dann würde Malzgetreide ich und sagen, wir jetzt Tulpe. sind jetzt schon auf der zweiten Seite von den Pflanzen. Das ist schon heftig. Ah, entferne. Hier. Schon so viele Turkulen. Dann schauen wir uns gleich hier mal an. Ja, wir haben die Waldlichtung. Haben wir die noch mit euch geschafft? Nee. Nein. Also die Waldlichtung ist neu. Und da haben wir heute Den ersten den Teil. ersten, genau, den ersten Teil hier Und freigeschalten. was wir jetzt als nächstes sparen werden, ist erstmal auf Bamarama in der Waldlichtung. Ja, das auf jeden Fall. Und dann machen wir natürlich die weiteren Teile von der Waldlichtung. Aber wir hoffen, dass wir auch bei dem Event noch, da kriegen wir nämlich 50.000 Barm-EP, dass wir es noch schaffen. Da brauchen wir noch so Fackeln. Fackeln, Flaggen. Ja, da. Ja, und beim letzten Video haben wir nochmal hier, können wir nochmal kurz angucken, Speierling, Bergwacholder, Fächer und XXL, Mispelbaum,
Und den hier bekommen wir auf jeden Fall richtig gut. Dann haben wir noch dank eurer Unterstützung natürlich ein paar neue Freunde bekommen, dass wir die wilde Wiese frei haben. Dafür wollten wir uns noch bedanken. Genau. Es wäre aber natürlich nett, wenn noch mehrere uns einladen würden. Und wir haben noch ganz viele Ställe, glaube ich, hier noch drin, die wir vorhin gekauft haben, aber wir haben nirgendwo Platz bis jetzt. Wir können Mentor werden. Ja, und dauert wahrscheinlich wieder 100 Jahre. Oder? Ich bin ja auch noch nie Mentor geworden. Waren wir schon Dann immer. haben wir noch ein Ziergartenset vor ein paar Tagen. Da haben wir vorher ein paar Geschenke hingeschickt. Ja, auf jeden Fall cool. Die bringen ja eine Menge EP, die bringen ja 200, den Jubel, den Fan, den kann man ja im Laden kaufen für den 1000, das ist auf jeden Fall sehr gut. Dann zeigen wir noch, was wir für Quests reingemacht haben. Und hier werden wir auf jeden Fall noch lange nicht freischalten, weil Jetzt sind wir brauchen wir Platz, Mila. nicht. Ja, genau, aber das haben wir ja noch lange nicht. Quest, genau. Von ganz hinten haben wir hier, na nicht die Aufstellung. Gemacht, aber es ist ja eh Echt? nicht uninteressant. Ach ja, den Pokal. 3 Stufen, glaube ich. Naja, Zuchtbewerb wäre noch nicht. Restaurant haben wir bis Stufe 8 gemacht. Ja, weil da gab es dann umsonst Ställe und Bäume, das ist sehr gut, weil wir hatten ja übelste Geldprobleme. Tulgulen, das war ja der Hammer. Da nochmal Mähdrescher, hier nochmal Ställe. Nochmal Tulgulen, deswegen haben wir jetzt auch schon 74 Tulgulen, das geht ja hier ganz schön flott. Und da haben wir, glaube ich, eine. Ein. Ich sage mal. Hä? Eine einzige gemacht. Da haben wir dann das Upgrade-Geld bekommen. Auch sehr gut. Hier haben wir nichts. Frische Eier auch nicht. Haben wir ja noch nicht. Machen wir Ich jetzt aber glaube, viele gleich. haben wir noch nicht gemacht. Nö. Das waren eigentlich die. Können wir mal gucken, ob wir. Nee, können wir uns noch nicht Die leisten. können haben wir aber schon. Haben wir gestern oder vorgestern haben wir die aus dem Geschenk bekommen. Achso, da haben wir schon. Ja. Nicht schon. Ah ja, das ist ja noch besser. So, und dann schauen wir uns jetzt mal an, zählen wir so auf, was sich verändert hat. Und ja. Ja, die Setzlinge, da habe ich ja vorhin schon gesagt, welche wir dann nochmal bekommen haben. Was haben wir denn da noch stehen? Genau, 20 Tulpgulden insgesamt durch die eine Questreihe, die wir euch gerade eben gezeigt haben. Die Waldlichtung haben wir. Wilde Wiese haben wir auch schon komplett. Haben wir schon die Zeit voll. Ja, weil wir haben ja schon hier ganz schön viele Freunde mit sehr hohem Level. Dann haben wir noch Züchten freigeschaltet. Echt? Gezüchtet haben wir aber noch nicht, Nee, machen wir nicht. weil wir ja noch nicht fast gar keine Tiere haben. Wir können uns euch ja noch zeigen. Pflanzen haben wir auch noch nicht so viel, aber ist ja klar. Wir bekommen ja ständig neue dazu, weil wir die ganze Zeit aufsteigen. Tiere, was haben wir hier? 4 Schweine. Das sind so unser Tierstand sozusagen. Aber wir haben ja noch Ställe im Inventar. Auf jeden Fall schon 72 Hühner, das finde ich ja sehr gut. Wir haben ja da 3 Stück draußen und 2 Hasenställe. Hasen haben wir nur noch 3, weil wir die für die eine das Event abgegeben haben. Und wir sind natürlich mehr als zufrieden, bei diesem Event mitgemacht zu haben. Wir Das haben schon gehofft, dass wir uns das leisten können, können wir war aber ein nicht. Riesenerfolg für diesen Account. Und das wollen wir noch unbedingt schaffen Auf hier. jeden Fall werden wir am Montag ein Video drüber draus bringen, wie unser Fazit über dieses Event war. Genau, und was wir dann alles Aber geschafft das haben. werden wir dann von unserem Hauptaccount machen. Genau, weil da sind wir auf jeden Fall viel weiter. Ja. Was haben wir noch? Den Ziergarten, den haben wir euch ja schon gezeigt. Ja, das ist er. Mehr haben wir auch nicht. Und wir sind durch dieses 60.000 EP waren das, glaube ich. Oder? Wo war das nochmal? Oh. Sind wir auf jeden Fall. Ich glaube, das waren sie. 6 Level auf einmal gerade eben vorn aufgestiegen. Ja, das war es eigentlich schon so, was sich bei uns verändert hat.
Es ist erst Projekt Tag 2. Wir haben den Account 2 Wochen lang. Nee, eine Woche. Eine Woche. Und schon Level Siehste. 46. Da haben wir schon Angst, dass sie uns in ein paar Monaten wahrscheinlich schon mit unserem Hauptaccount Ja, einnehmen. das wäre ja Aber fair. das glaube ich jetzt mal nicht. Nee. Ah ja, wie viel Superringer und Pipapo haben wir? 45. Superringer und 75. Yes. Super Futter. Oh, warte mal. Sonst. Die Schal können wir uns schaffen wahrscheinlich eh nicht. Oder kriegen wir ja am Ende, es wird ja dann umgerechnet, kriegen wir dann Moospenny. 35, habt ihr nur einen. Wo sind die? Ah ja. Ja, wahrscheinlich. Ja, durch die ganzen Levelaufstiegs Ach, da kriegt man kriegt das. man mal so viele. 40 Parfüm haben wir schon. Haben wir heute gekriegt, haben wir 40 Parfüm und 20 Superfutter bekommen. Dass sie Auf wahrscheinlich jeden wollen, Fall. dass sie jetzt züchten. Nee, können wir nicht mehr machen. Partydrehs wären hier sehr cool, weil da gibt es ja nur gute Sachen eigentlich. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir so schnell wie möglich oder dass wir nächste Woche schon den Bahama-Hama-Zugang freigeschaltet haben. Und ja, was gibt's hier? Ist irgendwas Gescheites? Nein, gibt es nicht. Ich finde das so lustig. Hier, den da gab es doch durch einen Bonuscode und jetzt muss man hier. Ich weiß noch, kann man mal kurz erzählen. Ich hatte mal 19 Tulpgulden, habe ich mir jetzt gekauft. Und da waren halt gute Items drin. Ich dachte, dass man da alle bekommt. Und dann habe ich nur eins bekommen. Und was habe ich bekommen? Das, was ich schon hatte. Naja, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Und oh, haben wir schon durch, was gerade läuft. Jo, und bis zu Projekttag Nummer 3. Ciao! Ciao.